Nach Einbrüchen, Denunziationen und Ausräumen steht nun der Raubüberfall auf dem Plan. Und den möchte ich natürlich auch ganz gerne jetzt noch machen. Denn das ist ja auch eine weitere Sache, die halt sich von den anderen abzeichnet. Und das finde ich cool. Dann haben wir alle vier der Diebesgilde erstmal durch. Also alle vier Nebenaufgaben, also Extraaufgaben. Und dann werde ich mich erstmal daran setzen, ein wenig zu skillen. Damit meine ich Alchemie, Entzauberung, Schmiedekunst und so weiter. Es kann nicht schaden, dass wir uns darüber auch mal kümmern, jetzt wo wir dann eigentlich recht viel jetzt erstmal... Oh nee, wir können uns ja gleich zu den Stellen teleportieren. Reisen lassen. Dann wo wir halt jetzt erstmal sehr viel gequestet haben, kann es nicht schaden, wenn wir uns darum dann mal ein bisschen kümmern, denn wir wollen ja auch ein paar Level aufsteigen, ne? So, und wir sind im Prinzip ja schon richtig. Wir müssen uns nur noch... Oh. Ja, Vorsicht! Wir müssen jetzt noch darüber, weil für die Stelle gibt es jetzt nicht keinen direkten Reisepunkt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir müssen in dieses Haus rein und da einen kleinen Raubüberfall machen. Und ich würde sagen, das machen wir doch jetzt einfach mal. Da müssen wir irgendein Tresor knacken oder sowas. So, wir sind jetzt an sich schon entdeckt worden. Das ist ja wurscht. Ach, apropos, wo wir schon mal da sind. Es tut mir leid, aber es macht einfach so viel Spaß. Ich finde es schade, dass man dazu nicht versteckt sein muss, sondern dass es total egal ist. Finde ich, ist ein Riesen... Oh, nice, oh, nice. Ja, Taschendiebstahl verbessert. Vor allem eine Stufe auf. Das finde ich ist ein Riesenkritikpunkt, dass die Leute nicht stört, dass du vor denen stehst eigentlich. Das finde ich echt schade. Ja, egal. Oh, nein, das... Oh, doch. Mein Freund, oh, doch. So, und das nehme ich auch noch mit. Dankeschön. Apropos, neue Stufe. Und ich würde sagen, da gehe ich jetzt auf Gesundheit. So. Und da kann ich jetzt... Wollte ich jetzt hier noch irgendwas verbessern? Wollte ich das hier verbessern? Keine Druckschaltplatte. Ja, das ist cool, aber das mache ich beim nächsten Mal. Ich mache jetzt hier lieber Taschendiebstahl. Und mache dann lieber mal, dass das Gold einfacher ist. Dann kann ich nämlich beim nächsten Mal die Irreführung machen. Und das wird schon sehr bald so sein. So, Salz... Was denkt ihr, was... Oh, nee, wie dumm. Jetzt muss ich noch mal... Ah, wie dumm. So. Speichern. Und gib mir den Salz jetzt. So. Stufe aufsteigen. Gesundheit. Taschendiebstahl. Und... Beuteschneider. So. Und hier. Kann es sein? Nee, das ist lame. Ah, hier, davon reden wir. Von der kleinen Schatulle. Hey, guck mal, ich bin sogar versteckt. Mich sieht gerade keiner. Das ist also optimalst. Das heißt, ich kann hier rumfuchteln, wie mir gerade lustig ist. Oh, scheiße. Und... Affen ist das Ding. Wunderbar. So, und dann nehme ich jetzt einfach mal das Jade-Diadem raus. Und 263 Gold. Das lässt sich sehen. Entschuldigung, ich sag danke. Und damit hätten wir die Bude hier ausgeräumt. Hey, das ist allein... Ich krieg alleine fürs Ausrauben, also dass ich das aus der Schatulle klaue, krieg... Ist es mehr Gold, als dass ich jetzt für die Diebesgilden-Quest eigentlich krieg. Ist eigentlich schon hart, oder? Geiler, geiler, geiler Scheiß. Und nach nicht einmal 3 Minuten haben wir das eigentlich auch schon erledigt. Ah, da seht ihr, ich bin fix. So mit Taschendiebstahl und allem. Ich bin einfach der geborene Dieb und das ist geil. Ich bin Khajiit, verdammt nochmal. Und genau so läuft das im Business. Oh yeah. So. Dann geben wir das Ganze ab. Ich sag, schalte an. Und Maus spinnt rum. Egal, ich schaff's auch so. Und dann werden wir eine weitere Quest abgeben. Dann haben wir alle extra Quests von denen gesehen. Damit gibt's jetzt nur noch, ich sag mal, Hauptquests von der... Von der Diebesgilde an sich. Die werde ich aber jetzt erstmal noch ein bisschen hinten ranschieben, denn ich möchte mich jetzt erstmal um unsere Fertigkeiten und um unser Gold bemühen. So, hallo Vex. Nun, seid ihr fertig oder nicht? Ja, ich habe den Raubüberfall durchgeführt. Ihr habt den Auftrag erledigt. Und das ohne Blutvergießen. Wie immer. Mehr wollen wir gar nicht. Richtig. Viel Spaß mit dem Gold. Dankeschön. Und damit wäre auch... Diese Aufträge erledigen sich nicht von das geklärt. So, ich gehe mal hier kurz zu meinem Schrank. Denn, ich habe hier, glaube ich, doch noch mehr, oder? Habe ich hier noch nicht noch mehr? Hätte ich auch noch Tränke geklaut? Doch, hier. Wundertrank der Stärke. Achso, Tränke brauche ich, war ja schon geil. Aber hier wird dann noch ein Haufen gestohlenes Zeug, ne?
Silberring zum Beispiel kann ja weg. Kann weg. Das ist ja alles das ganze neue Zeug jetzt eigentlich schon wieder. Den brauche ich auf jeden Fall. Den könnte ich eigentlich entzaubern, ne? Könnte ich eigentlich entzaubern. Ja, und die kann jetzt noch da rein. Und warum habe ich dann noch so viel Traglast eigentlich? Irgendwas muss das Schweine schwer sein eigentlich, oder? Sonst könnte ich mir das mit der Traglast gar nicht erklären. Ja gut, ich habe hier mittlerweile schon ganz schön viel Zeug, ne? Wobei es ja wurscht ist mittlerweile, wir haben so viel. Das könnt ihr euch ruhig nehmen. Ach, das könnt ihr euch ruhig nehmen, sagen sie. Cool, cool. Was hat denn die Lydia eigentlich noch? Hast du noch irgendwas? Oh, oh! Ja, hast du? Huiuiui, du hast allerdings noch irgendwo. Oh, wow. Ihr habt ja mal gesagt, ich soll sie mit Einhand kämpfen lassen, ne? Vulkanglas, Streitachs. Ey, yo, ey, der orkische Schild, der ist halt schon echt. Boah. Der ist so böse, ey. Ja, das muss ich mir dann mal noch überlegen. Ich folge. Im Prinzip habe ich jetzt alles, weil ich habe alles erlebt, was ich machen wollte. Das war ja die Hauptquest noch von der Diebesgilde, ne? Das sind die Steine, die wir sammeln müssen. Wer denn vollwertiges Mitglied der Diebesgilde? Oh Gott. Sprich mit Fahrrad. Ah ja, da geht's ja um die Heirat, genau. Ach so, das war das Lexikon. Das sollen wir abgeben, ne? Das könnten wir eigentlich mal machen. Das will ich noch nicht machen. Das schwarze Stern, das war das von Azura. Das will ich auch noch nicht machen. Boah, hey, wie viel Quests wir haben, ey, das ist asozial. Und laut und deutlich, das ist eigentlich unsere wichtigste Quest. Weil ich wollte jetzt als nächstes Fertigkeiten machen und so weiter. Jetzt habe ich aber noch ein bisschen Zeit. Und könnte damit noch was anderes machen. Weil ich jetzt... Fällt der da gleich um, ey. Weil ich jetzt aber nicht mit Alchemie oder so mittendrin anfangen möchte. Schaue ich mal, was jetzt so mitten, was ich jetzt noch so hinkriege in den nächsten Minuten. Ich schau mal, was das mit dem Lexikon da auf sich hat. Wo genau muss ich denn das machen? Das ist das mit gut Dingsbumsglanz. Da können wir können eventuell aber noch hingehen in der Folge. Das könnte man machen. Habe ich das andere aktiviert? Das andere habe ich doch aktiviert in den Quests, oder? Hier, du. Bring das Lexikon nach Avandingsbums. Und wo soll der Spaß sein? Optional. Und räume Aringos Tresor aus. Gehört das jetzt noch zu... zu dem da? Ja, okay. So, dann muss ich jetzt das andere Zeug auf der Karte suchen, kann es sein? Wo könnte denn das sein jetzt hier? Normalerweise sollte mir doch hier irgendwas angezeigt werden, oder nicht? Ah, da! Ah, da! Oh, da müssen wir ja quasi dran vorbei. Dann würde ich fast schon sagen, es macht Sinn, wenn wir jetzt in der Folge noch darüber gehen, dass wir das Ganze da durch die Kanalisation betreten und dann von dort aus dann noch dahin gehen und das dann machen. Und wenn wir das gemacht haben, dann kümmern wir uns um die Fertigkeiten. Ist das ein Deal, Freunde? Gut. So. Dann würde ich sagen, nutzen wir einfach noch die paar Minuten und laufen schon mal dahin, wo wir hin müssen, ne? Und damit müssen wir natürlich erstmal die Stadt verlassen. Kann ich mich jetzt... Komm, Mama. Komm, ich bin faul jetzt. Reiße ich mich schnell zu den Stellen hin. Keine Lust, jetzt aus der Stadt rauszulaufen, ganz ehrlich. Oh, 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 da habe ich wieder keine Rückmeldung. Eieieiei. Ist immer wieder ein Rätsel, ob ihr das mitbekommt oder nicht. Hallo, ja, so, ich hab Studien für eine. Wo wäre am günstigsten? Da. Da laufen wir jetzt lang. Ist eh gleich da drüben, ne? Also es ist nicht allzu weit für uns. So, Servus Hirsch. Ja, lauf. Boah, wie viel Ausdauer wir mittlerweile haben. Wir laufen schon ganz schön lang mittlerweile durch, ne? Das gefällt mir. So, oh, 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 oh. Fische, nehmen wir mit. So. Wie weit sind wir noch entfernt? Sind wir gleich da, gut. Coole Sache. Wir müssen also ein bisschen schwimmen. Kann ja auch nicht schaden. Allerdings unter Wasser ist echt nicht so spannend.
War noch nie Fan von Wasser, Unterwasser, so Zeuge. So, und hallo. Da haben wir unsere erste Insel erreicht. Da finden wir immerhin schon mal eine Zutat. So, und das wird es jetzt sein. Genau. So, und da können wir jetzt uns überlegen. Also ich möchte das Ganze natürlich machen, dass wir das optional... Also das Optionale würde ich schon ganz gerne schaffen. Vielleicht schaffen wir die Quest auch noch. Gut, Golden Glanz. So, wo können wir da jetzt am besten rauf? Jemand muss etwas unternehmen. Warum? Wer sagt das? Dürfen wir hier sein? Interessiert das die Leute? Ihr seid ein... Oh. Hier drüben. Kann es sein, dass es die Leute auf jeden Fall stört, dass ich hier bin? Lydia, lauf! Ich will die Kanalisation finden. Wo ist die? Da. Aber die ist jetzt... Scheiße, ey. Leute, das müssen wir anders machen. Ich will ja eigentlich nicht entdeckt werden. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich der Sinn dieser Quest. Dass wir eben nicht entdeckt werden. Das heißt... Ich werde jetzt erstmal... die Fische mitnehmen. So viel steht schon mal fest. Und dann werde ich hier unter Wasser tauchen. Kommt die eigentlich... Ja. Ich glaube, wir haben gerade alle einen Drachen gehört. Kann das sein? Ja, ja, ich krieg keinen Fall. Ich muss eigentlich die Anzeige für keine Luft mehr kriegen. Genau dafür wurde ich ausgebildet. Für was? Die haben uns schon wieder gesehen, oder wie? Wieso sehen die sowas? Es gibt keinen Kopf. Dreckscheiß da. Sei eine Schande. Egal, Lydia. Komm, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hier irgendwo muss die Kanalisation sein. Wir müssten doch jetzt eigentlich dort sein, oder nicht? Wo soll denn diese Kanäle... Ach, da. So, abgeschlossen. Kommen die jetzt hier rein? Na, Lydia kommt schon mal nicht. Toll. Doch. Oh, dann kommen die anderen garantiert auch, oder? Dann sollten wir uns eventuell schon mal dementsprechend ausrüsten. Scheiße, was habe ich jetzt genommen? Magietrank, ja, wie dumm. Folgen die uns jetzt hier rein oder nicht? Sieht nicht so aus. Egal, die Quest wäre ja abgeschlossen. Also die optionale, ich weiß nicht, gibt es extra Gold oder so? Ah, ich sehe dich schon. Dreckscheißvieh. Okay, irgendein hat es noch auf die Lauer ge... Bam, Killcam! Das ist ja schon fast wie bei Sniper Elite hier. Nur ohne X-Ray. Tja, ihr seid einfach nur lächerliche Skiver, die Gold haben, warum auch immer. Aber ich nehme es mit, denn es ist eine Zutat. So, wo sind wir denn jetzt hier? Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier schon lang gehen, aber wir haben Zeit. Zu Ende bringen werden wir es nicht, aber egal, erstmal den hinteren, würde ich sagen. Einfach nur wegen der coolen, weil ich dachte, wir kriegen eine coole Killcam, aber dem ist nicht so. Okay, da kommen noch ein paar mehr. Seht ihr, da verbessert sich schön Schleichen. War hier nicht noch einer? Je. What the fuck? Oh. What the fuck? Du, die ja raus da! Komm her jetzt! Scheiß die Wand an, ey. Wartet mal. Meine liebe Lydia, ich bin immer für dich da. So, der Zöller hat das in Brand gesetzt. Das war wohl eine Falle, oder? Für die Leute, die daherkommen. Da ist doch garantiert noch jemand. Irgendjemand muss das doch in Brand gesetzt haben. Hier stimmt doch was nicht. Du warst es. Oder wir waren es mit unserem eigenen Feuerzauber. Das kann natürlich auch sein. So, was ist hier los? Oh, was? Wie kann es dann da abbrechen, ey? Komm, ja, also, geht doch. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Oh, nochmal zu. Okay, dann garantiert hier.
Ja, hahaha, witzig. So, schon besser. Und da haben wir drin, Eisenstiefel, gewöhnlichen Seelenstein und Gold. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Was, Wolfmeers Leid von Phil Langfinger? Da, ich würde sagen, da verbessert sich leider gar nichts mehr. Weil wir bei Taschendiebscheibe einfach schon so imber sind. Dass einfach nichts mehr passiert, ne? Da, das ist garantiert runtergefallen und hat das Ganze ausgelöst. So. Oh, das war gar nichts. Ich habe mir eingebildet, dass da was war. Ich könnte ja eigentlich mal die ganzen Skipper, die ich jetzt hier getötet habe, könnte ich ja eigentlich mal looten. Weil wenn wir ehrlich sind, dann sind das verdammt nochmal Zutaten, die wir nämlich für unsere Alchemie, ich nenne es einfach mal Quest, weil ich mir das jetzt als Aufgabe setze. Und können wir das gut gebrauchen. So, den ganzen Weinscheiß, den lasse ich mittlerweile auch einfach liegen, weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Die Zeiten sind vorbei, dass wir wirklich jeden Rotz mitnehmen. Gut, die Falle habe ich nicht gesehen. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Da habe ich wirklich Glück gehabt. So, hier müssen wir rein. Und was uns da erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Skyrim.